Moin, meine Damen und Herren, willkommen zum 10.4er-Patch-Rundown. Es ist Mittwoch, der Patch ist da, allerdings nur auf dem Papier. Das heißt, rein technisch gesehen wird der Patch erst am Donnerstag übertragen. Zumindest laut der Riot-Seite. Vielleicht ist er auch schon da. Wahrscheinlich eher nicht. Diese Notes sind leicht kompetitiver Natur, haben aber auch kleine Solo-Queue-Änderungen, will ich mal sagen, dabei. Beginnen wir dabei mit Amumu. Amumu ist ein sehr seltener Gast in den Patch-Notes, da er einfach ein 0815-Champion ist. Jungle Mains, die gerne Tank spielen, werden sich freuen, denn Amumu ist eigentlich solide und wird jetzt hier so ein bisschen besser gemacht. Das bedeutet, sein Bandagenwurf ist jetzt nur nach dem Treffer schneller. Das heißt, der Wurf an sich ist immer noch slow, beziehungsweise ganz normal, ihr müsst euch also nicht neu tachieren, sondern wenn ihr getroffen habt, ist er nun schneller am Ziel. Das Ganze bringt ihn ganz einfach näher an sein Ziel heran und damit lässt sich auch die CC-Chain besser aufbauen. Gerade wenn er länger fliegt, hat der Gegner schon wieder Zeit, zwischen der Ult und dem Q zu reagieren. Und wenn wir schon bei der Ult sind, werden wir feststellen, dass der Cooldown davon ein bisschen runtergeht. Das ist sehr nice, gerade am Anfang. Und es kann jetzt nun mit R-Sprünge unterbrechen. Der Mumu-Ult soll sowieso als einer der härtesten CCs im Spiel zählen und da ist das not bad, wenn man quasi ein dashendes Ziel ebenfalls an der Stelle festhalten kann, wenn die Ultimate aktiviert worden ist. Ja, normalerweise hätte er in Tristana quasi rausspringen können, zwar gerootet, aber sie kann nur noch springen, jetzt nicht mehr. Kommen wir nun zum ersten kompetitiven Nerf. Hierbei ist Aphelios wieder das Zentrum und die Notes sind entsprechend groß. Na, die Hauptänderung besteht darin, dass es sehr, sehr nervig ist, nicht nur mit Aphelios zu spielen, weil es so komplex ist, sondern auch gegen ihn. Denn er ist ein bisschen hidden, ein bisschen sneaky, er zeigt also nicht seine Waffen. Er zeigt zwar seine Waffe, die er gerade trägt, aber nicht die, die er quasi hinten noch im Rucksack am Start hat. Was natürlich oft dazu geführt hat, dass man zum Beispiel die Gravity Gun genommen hat und den Gegner einfach random gerootet hat und der dann nicht selten dadurch gestorben ist, wenn Aphelios einen guten oder generell Nautilus dabei hat. Das war sehr, sehr ärgerlich, weil man konnte nicht richtig auf ihn reagieren. Nun kann man beide Waffen sehen. Das ist etwas sehr Gutes, okay? Ich muss wissen, was der Aphelios gerade kann. Er hat zwar immer noch die Möglichkeit, eine Waffe auslaufen zu lassen und dann den Gegner zu verarschen, aber da muss man sehr gut mit dem Munitionsdepot haushalten, was gar nicht so einfach ist. Ja, nichtsdestotrotz wurde das schon mal angepasst. Außerdem noch ein Stück weit das Crescendum. Das ist jetzt alles sehr, sehr... Die Aphelios-Mains werden wahrscheinlich wissen, was es ist. Ich gehe mal davon aus, es ist Nerf. Auch für mich ist das Ganze hier sehr, sehr kompliziert. Und das Scharfschützengewehr hat nicht mehr diesen ekelhaften Reset bei mehreren Zielen. Zumindest verstehe ich das so. Außerdem hat seine Ultimate weniger Reichweite. 1600 steht hier. Jetzt ist es bei 1300, das ist trotzdem noch so Leona-Ult-Range. Na, aber 1600 war enorm. Gerade mit der Flexibilität, dass man entweder massiv mit Schaden folgen konnte oder halt mit der Gravity Gun einen AOE-Root ausgepackt hat, worauf das Team natürlich gut engagen kann. Aphelios hier aber zu schwächen ist das Richtige, weil er ist eine coole Sau, aber übertrieben. Also sehr übertrieben. Ich denke aber, diese Notes werden ihn ein bisschen auf den Boden zurückholen. Na gut, kommen wir zu einer kleinen Änderung. Aurea. Aurea ist ein bisschen zu kräftig. Das W wird so ein Stück weit abgeschwächt. Kann ich wenig zu sagen. Ich sehe ihn quasi nie. Außerdem haben wir noch Caitlyn. Bei Caitlyn ist sehr, sehr stark. Sie ist ja sowieso ein Lane-Bully. Und vor allem auch gar nicht schlecht im aktuellen Meter, da sie eine sehr, sehr große Grundreichweite mitbringt. Und dieser Poke, dieser Bully-Effekt am Anfang wurde jetzt noch verstärkt, indem sie mehr Attack-Speed zu Beginn hat. Na, statt 10% haben wir jetzt nur einen 20%-Bonus. 20%, sie kriegt einen Dagger for free. Das ist ziemlich gut, meiner Ansicht nach. Und wird sie auf jeden Fall kompetitiv zurückbringen. Ja, schade, dass Forgiven jetzt ja quasi nicht mehr spielt. Das wäre vielleicht eine coole Erinnerung für ihn gewesen. Gut, das nächste Mal Garen. Der wird gebufft. Es ist einfach Garen. Hierbei erhöht man erstens sein Q-Damage, das bedeutet, sein Scaling ist ein kleines bisschen besser und das W ist nun deutlich besser. Das bedeutet, er sammelt ja Resistenzwerte, also Armor und Magieresistenz. Wenn er Minions last hittet, das Ganze hat ein gewisses Maximum, wenn das erreicht worden ist, kriegt er sogar 10% obendrauf und der Shield ist nur nicht nur doppelt so gut, was das Scaling angeht, sondern der hat auch einen festen Wert dazu. Das ist actually not bad. Also Garen kann hier sehr, sehr tanky werden und natürlich schon den gesunden Grundschaden mitbringen, plus die ganzen anderen Attack-Speed-orientierten Änderungen, die ja gerne mit Trinity Force kombiniert werden. Und jetzt ist er noch kräftiger dank des Ws. Ja, ist schwierig. Ist knifflig. Aber kompetitiv kannst du wahrscheinlich immer noch vergessen. Schön, kommen wir nun zu Gnar. Auch ein seltener Gast in den Patch Notes und bei ihm erhöht man das Scaling. Das Ganze ist relativ gefährlich. Das bedeutet, er kriegt erstmal so ein bisschen Movement Speed dazu. Das Ganze aber von der Passive dann abgezogen. Das ist gleich so ein Stück weit aus. Sein Grundwert ist aber not bad. Und die Ultimate hatte so ein deutlich besseres AD-Scaling. Das heißt, der AP-Wert geht auf 1 hoch. Weiß ich nicht, ob man jetzt AP nah spielt. Aber der AD-Wert von 0,2 auf 0,5, der AD, ist not bad. Na, hier muss man dazu sagen, das ist nicht die Bonus-AD, sondern es ist die gesamte AD. Was natürlich mit Sterax, falls man das bauen möchte, mit ihm auch sehr, sehr stark ist. Na, also, vielleicht dabei wieder zurückzukommen. Und ein anderer Gast, der gerne gegen nah gekämpft hat, ist Jace. Auch er bekommt hier eine kleine Bonusänderung, was seinen Hammer angeht. Also seinen Damage, seinen Q-Damage in der Hammerform. Ist ganz nett.
einen besseren Mana-Haushalt zu haben, ist natürlich für ihn auch sehr, sehr praktisch. Das Tierbild ist halt, es wird halt ein Leben lang langsam bleiben. Na gut, das nächste Mal Lux. Lux wird hier so ein kleines bisschen in die Support-Richtung gedrängt. Das bedeutet, sie hat weniger Cooldowns am Start, was sehr, sehr gut ist. Plus natürlich erhöhten Base-Schaden auf dem Q. Das Scaling ist etwas schlechter. Das spricht also quasi gegen die Super-Lux-Variante. Und sie kann jetzt nun während der Ultimate-Animation flashen. Das ist ziemlich nice. Also da kann man nochmal so ein Stück weit gegen reagieren, falls man das Gefühl hat, ah, der läuft jetzt aus meinem Laser raus, wird er so quasi so ein bisschen angekündigt, dann flasht man etwas in seine Richtung und kann ihn wirklich hart outplayen. Also das ist ein sehr, sehr angenehmes Tool. Ein bisschen asozial, wenn ich ehrlich bin, aber für die Grundidee, falls man wirklich Lux mal spielen möchte, kompetitiv vielleicht, das ist ja auch das, woran Ryder so ein Stück weit denkt, wäre das hier eigentlich ganz cool. Also ich sag mal Ramos, der sagt einfach nur, okay, es gibt einfach mehr Attack Speed. Gönn, würde ich sagen. Einfach gönn. Und zincht. Wird genervt. Weniger Leben, weniger Armor. Ich bin Singed Man, ich liebe Singed, macht auf jeden Fall Spaß, aber Why ist trotzdem berechtigt. Schön, als nächstes haben wir Sona. Sona ist ein sehr spezieller Charakter, gemeinsam mit Soraka, zu der wir auch gleich kommen, denn sie werden auf den Solo-Lanes gespielt. Ab und zu waren wir noch unten auf der Bot-Lane, ebenfalls als ADC-Ersatz, aber die Solo-Lanes sind sehr, sehr nervig. Nun hat Riot gesagt, wir buffen ein kleines bisschen die Support-Sona und nerven die Top-Lane-Variante massiv. Denn bei ihr spielt man jetzt nur so ein kleines bisschen mit den Mana-Kosten. Man erhöht diese also extrem, wenn Sona alleine ist. Das heißt, Sona hat die Leute immer kaputt gepokt, war immer mega nervig. Nun sind die Mana-Kosten quasi um 25 erhöht worden. Sie kriegt aber 30 Mana wieder, wenn sie ihre Passive, sage ich mal, auslöst. Das heißt, jede ihrer kleinen Songs hat ja einen passiven Effekt, dass man das Ganze auf den Verbündeten überträgt. Und wenn diese Übertragung erfolgen sollte, also man in den entsprechenden Radius, kriegt man 4 Mana wieder. Man macht quasi sogar ein bisschen Plus. Also man macht nicht Plus, Plus, sondern im Vergleich zum letzten Patch. Was aber der Top-Lane-Variante überhaupt nicht entgegenkommt. 90 Mana für ein bisschen Movement-Speed, 100 Mana für so ein bisschen Heal, das ist katastrophal, das ist unbezahlbar. Naja, und dieses Schicksal erleidet die Top-Lane-Soraka-Variante nun ebenfalls. Riot reagiert also auf den kompetitiven Shit, den man hier zusammenbraut. Der natürlich interessant ist, aber auch eklig. Das heißt, erstmal werden sehr, sehr viele Grundwerte von Soraka gestützt. Der absolute Brecher sind hierbei die Mana-Steigerungen. 60 auf nur 40. Die bleibt ja gar nichts mehr. Nun ist es so, dass das Q auch über eine kürzere Zeit heilt. Das heißt, nicht über 5 Sekunden kriegst du eine Heilung, sondern nur noch über 2,5. Das klingt erstmal nach etwas Gutem, weil natürlich der Heal dadurch schneller ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Base-Heal-Wert um 50% schlechter ist. Das heißt, es ist doppelt so schnell, aber nur 2/3 so viel. Es ist also immer noch aus der Support-Position spielbar, auch wenn die Mana-Kosten zum Kotzen sind, also unnormal hoch, aber der Supporter verlässt sich ja eher auf den Heal und nicht auf das Q. Die Top-Lane-Variante braucht ja das Q zum Pushen. Na, und zum Fighten quasi. Und die W-Mechanik wird nun für die Support-Soraka als leichte Kompensierung gebufft. Das heißt, wenn du das Q getroffen hast, hast du 2,5 Sekunden ja diesen Heal und während der Heal-Phase zahlst du nichts mehr für dein W. Das heißt, normalerweise hast du ja Mana und Leben gezahlt. Und nun ist es so, dass du deutlich weniger Leben zahlst, beziehungsweise auf höchster Stufe gar keins mehr. Du triffst also Qs und kriegst einen Free Heal. Also kostenmäßig gesehen free. Was not bad ist, aber das Zeitfenster ist sehr kurz. Also 2,5 Sekunden, das heißt wirklich Q und dann hoffentlich kann ich heilen. Q und dann hoffentlich kann ich heilen, weil natürlich die Cooldowns ja auch nicht anpassen. Und der Wert ist ja auch ein bisschen schlechter für sie. Also es ist gar nicht so einfach, sie jetzt ordentlich zu zocken. Denn die Heilung auf höchster Stufe ist sogar für die Support Soraka ein bisschen besser. Es ist aber sehr seltsam zu spielen. Also du kannst auch ganz normal spielen eigentlich. Na, aber wenn du diese extra Belohnung haben willst, musst du Q und W timen. Was im Teamfight jetzt nicht unbedingt eine freiwillige Sache ist. Gut, jetzt denkst du mal Silas. Die Profis haben gemerkt, damn, der macht ja Damage. Na, wenn man dir einfach mal übelst viel Damage gibt. Na, das Ganze wird jetzt ein bisschen zurückgefahren, das bedeutet, die Initialkette ist etwas schwächer. Ist nicht viel, Ryder hat aber Angst, dass kompetitiv der Full AP Silas die Leute aus den Socken haut. Naja, und die letzte direkte Champion-Erinnerung ist Udyr. Auch er darf jetzt was vom Cloudrake haben. Großartig. Na, wenn ein Champion kompetitiv null gesehen ist, dann kriegt man solche Situationen anscheinend erst sehr spät mit. Aber es wurde geändert. Das ist schön. Das nächste schöne große Paket, was Riot nun vorbereitet hat, ist neue Jungler zu entwerfen. Das Ganze habe ich bereits bei den LoL-Trends in dem PBE-Stuff erwähnt und nun haben wir ja die volle Liste. Das heißt, Darius kann jetzt nun besser jungeln, er kann sich ja halt zum Beispiel gut heilen. Diana's Passive macht nun auch an kleinen Monstern guten Damage. Garen hat einen erhöhten Schaden, Nas ebenfalls dabei, Mordekaiser ebenfalls mehr Damage am Start. Und Charaktere wie Talon oder Zed, die auch interessant im Jungle sein könnten, haben jetzt Boni, um diesen schneller und effektiver zu erledigen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin natürlich gespannt, wie Jungler entsprechend darauf reagieren werden, weil grundsätzlich das not bad. Viele davon sind aber Lane-Bullies, die man jetzt von der Lane in den Jungle holt. Und die Frage, sind Lane-Bullies auch Jungle-Bullies?
who knows? Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze implementieren wird, weil es ist eine interessante Änderung, die die Lanes nicht beeinflusst, was ich gut finde. Außer natürlich, du pushst deine Lane rein und schnappst dir Raptoren oder so, dann ist das natürlich ein Bonus. Und gut, dann ein paar Runenänderungen sind auch dabei, ebenfalls relativ selten am Start, und zwar Exhaust. Hier hat man aus 2,5 Sekunden nur 3 Sekunden gemacht und der Indikator für die Damage-Reduzierung ist ebenfalls ein kleines bisschen besser. Das ist not bad, denn immer noch, bei den ganzen aggressiven All-In-Supportern ist Ignite the way to go. Das bedeutet, mit Exhaust haben wir jetzt die Möglichkeit, ein bisschen besser gegen zu reagieren. Die ganzen Spellbook-Leute werden sich natürlich ebenfalls freuen, dass dieser Beschwörerzauber nun deutlich besser ist. Und Exhaust, ja, war eigentlich früher ein Gang und Gäbe. Vielleicht kann man jetzt die ganzen sehr verwundbaren ADCs ein kleines bisschen besser angehen. Das heißt, viele starke ADCs sind ja etwas unmobil aktuell. Na, im F, Philios, na, die haben ja keinen Dash. Bam, na, da kann natürlich so ein Erschöpfen sehr gut sein. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Massiv geslowt. Das ist schon widerlich. Plus natürlich Damage-Reduzierung und so weiter. Der Klingenhagel wurde jetzt ebenfalls so ein Stück weit angepasst. Na, da ist jetzt der Zeitraum so ein Stück weit größer, aber der Cooldown dafür höher. Und die Legenden-Rune besagt nun, dass du 5 mehr hast. 5 mehr Zähigkeit ist not bad, ist aber nur eine Anpassung, weil Zähigkeit wird später noch geändert. Kommen wir aber gleich zu. Zunächst schauen wir auf die Stopwatch, die wird massiv genervt. Das heißt, die Kosten an sich gehen hoch, wenn man das Ding so kaufen will. Und wenn es über die Rune läuft, dann hast du nicht mehr diese extra Vorteile, was den Cooldown angeht. Und du kriegst das Ding erst nach 14 Kills und Assists. Senken das natürlich ordentlich, um 2 Minuten aktuell. Sollte aber nichts passieren, dann hast du die Uhr nicht. Du musst also vorher was machen, um dir diese Uhr zu erarbeiten. Ist kompetitiv gesehen immer schwierig. Gut, als nächstes kommt der Phasenrausch, oder Phase Rush, wie es im Englischen heißt. Auch er wird gebufft. Finde ich nice. Das ist jetzt 4 Sekunden, das ist mega lang, by the way. Und der Lauftempo-Bonus ist nun für Melee-Champions, also für Nahkampf-Champions. Da muss man mal gucken, was jetzt Nah und Jace und der ganze Spaß zählt. Deutlich besser. 50% mehr Movement Speed, das ist lächerlich viel. Ne? Das bedeutet, Ryze und Cassiopeia sind davon nicht direkt betroffen, so ein bisschen, aber nicht massiv. Sie rasten jetzt nicht komplett aus. Und einige Melee-Champions, wie zum Beispiel Echo, die können jetzt auf ein ziemlich gutes Tempo kommen. Bin ich gespannt, wie die Leute sich das einbauen wollen. Naja, und abschließend gibt es nun die Barmy-Änderung. Das bedeutet, jetzt kann man Bonusschaden mit extra CC anrichten. Das Ganze ist not bad, solltest du Gegner so hart CCen, richtest du noch extra Schaden abhängig von deinem maximalen Leben an, was bei dem Blutkoloss ohnehin sehr, 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 sehr praktisch war. Und so ein Ohren oder so, der Sunfire da oben auf der Toplane baut, ist ohnehin sehr HP-lastig gewesen. Ja, und dadurch machst du jetzt nun extra Brand-Damage am Gegner. Das heißt, bei 1000 Leben mehr, 40 Schaden mehr pro Sekunde. Das ist völlig fein. Naja, und die letzte Änderung betrifft nun CC Durability Stacking. Das bedeutet, normalerweise wurde das additiv verrechnet. Du hast also 30% Resistenzen über Masteries und 30% Resistenzen über Schuhe. Boom, sind 60. Jetzt sind es nur noch 51. Es wird multiplikativ berechnet. Ist ein bisschen matte Shit. Stellt euch vor, es ist jedes Mal ein kleines bisschen schwächer, solltet ihr so ein Shit stacken. Sepplush. Schön, im Prinzip war es das schon. Ich denke, Riot ist ja gerade gegen Sona und Soraka und Aphelios sehr, sehr gut vorgegangen. MF ist ja noch ein bisschen außen vor gewesen. Ich denke, sie wird immer noch sehr, sehr stark sein. Und sonst ist das noch ein vergleichsweise kleiner Patch. Wir haben ja noch Zeit, bis entsprechende Playoffs oder sowas kommen. Da wird Riot hier noch ein bisschen testen und schauen, was jetzt denn noch so passiert und die Leute sich ausdenken. Denkt bitte daran, so eine Mesit wie Soraka kam ja quasi aus dem Nichts und Profispieler sind immer noch in der Lage, genau solche seltsamen Anomalien random rauszubekommen. Plötzlich zu den Playoffs oder was auch immer. Das heißt, hier kann man schon vor Glück sagen, dass Riot darauf reagieren konnte. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.